Er ist zweifacher Olympiateilnehmer, Autor, Journalist, ja und seit kurzem auch Romancier. Bei mir jetzt Manfred Steffni, herzlich willkommen. Warum haben Sie sich dazu entschieden, unter die Romanschreiber zu gehen? Ja, ich habe also die Pflicht hinter mir. Jetzt mache ich die Kür, 10 Sachbücher überlaufen. Und jetzt habe ich mal endlich geschrieben, was mir auch am Herzen liegt, nämlich einen Roman. Jetzt ist so das zentrale Thema bei Laufbahn am Limit, so heißt Ihr Erstlingswerk, so ein bisschen der Verrat. Und da ist natürlich Doping eine Geschichte, da geht es aber auch um Weitenmessung, da geht es aber auch in der Liebe ein bisschen drunter und drüber. Woher kommen diese ganzen Erkenntnisse, die Sie da zutage gebracht haben? Naja, also ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit der Leichtathletik, war als einer der ganz wenigen Journalisten bei 12 Weltmeisterschaften dabei. Und da sieht man natürlich hinter die Kulissen und nicht nur, was man im Fernsehen mit Verlauf sieht, also das Zielband, Ziellinie, das Interview hinterher, sondern auch das Ganze drum und dran. Ist denn die Leichtathletik tatsächlich so verseucht? Im Epilog heißt es sogar, teilweise hat die Realität die Fiktion übertroffen. Tja, also was wir heute an Skandalen haben, da wird es auch noch mehr geben. Und ich will das nicht weiter ausführen, aber Stichworte wie EPO, Hormone, Aufputschtabletten und Spritzen. Man ist natürlich in der Gefahr, wenn es um Ruhm und Ehre und um Geld geht, da irgendwie nachzuhelfen. Und das geht meinen Athleten auch so. Oder sie kämpfen gegen Gegner, die unfair agieren. Lesen Sie doch mal vielleicht eine Lieblingspassage. Sie haben das Buch ja mitgebracht aus Ihrem Roman vor, damit vielleicht auch die Zuschauer so ein bisschen einen Eindruck bekommen, worum es da geht. Ja, ich will natürlich auch die Leichtathletik vorstellen, die Faszination. Und da ist der Mittelstreckenlauf mit seinen Facetten. Und das Antagonie ist eben der Weitsprung. Die Weitspringerin, die ist die zweite Geschichte, die wird dann zusammengeführt. Und ich habe ein Kapitel geschrieben über den Chefredakteur von L'Equipe, der französischen Sportzeitung, der das Leben mit einem 800-Meter-Lauf vergleicht. Und das will ich dann mal kurz vorlesen. Also, die ersten 10 Jahre oder 100 Meter verlaufen noch in geordneten Bahnen. Dann biegst du aus der Kurve in die Gerade ein, musst dich einfädeln in eine neue Schule. Vor der Kurve, nach 200 Metern oder 20 Jahren, wird es ernst. Es wird um Positionen im Job oder an der Universität errungen. Alles reiht sich ein. Und dann kommt die lange Gerade, wo man sich freigekämpft hat oder zurückbleibt. Nach 400 Metern oder 40 Jahren wird die letzte Runde eingeläutet. Man liegt vorne, lebt im eigenen Haus, spürt das Stechen in der Lunge noch nicht oder bleibt abgeschlagen zurück. Wenn ich da kurz schon mal einsteigen darf, man merkt schon, da sind unglaubliche Parallelen zum echten Leben. Ist das auch so ein Grund, warum Sie sagen können, jawohl, das ist auch ein Buch durchaus nicht nur für Leichtathletikfans? Ja, das ist das wahre Leben. Da sind hier junge Menschen voller Vitalität, was die erleben. Warum soll sich immer nur das Leben bei Künstlern oder bei Journalisten, Musikern abspielen? Die Leichtathleten, die bieten alles. Das ist kein Problem, dort eben tolle Geschichten zu verweben. Und was sich nachts in den Hotels abspielt, das ist mitunter auch ganz deftig. Ja, da wollen wir gar nicht zu viel vorgreifen. Vielen Dank. Wer es lesen möchte, erschienen ist das Ganze im Spiridon Verlag. Vielen Dank, Manfred Steffni, dass Sie heute hier waren. Und ich denke, das hat schon einen guten Vorgeschmack gegeben, was einen da bei Laufbahn am Limit so erwartet. Spielen, lernen, ausprobieren. Seit mittlerweile 30 Jahren bietet das Kinderspielhaus Düsseldorf ein breites Programm. Und gerade jetzt in der schulfreien Zeit ist das Haus wirklich rappelvoll. Knapp 50 Kinder sind im Rahmen der Düsselferien 3 Wochen lang jeden Tag dabei. Und Janine Geifes hat sich das bunte Treiben angesehen. Auf der Pirsch durch den Bambusdschungel. Gemeinsam und mit verbundenen Augen müssen sich die Kinder hier durchkämpfen. Für uns Erwachsene gehen Kinder durch den Bambuswald an einem Seil lang. Aber in den Köpfen der Kinder, da spielen sich die Abenteuer ab. Und kaum ist die erste Station beim Abenteuertag im Kinderspielhaus geschafft, wartet auch schon die nächste Aufgabe.